Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Just Lost. Und zwar nach einem Monat bestimmt oder so. Wir haben länger kein Video gemacht. Es liegt daran, dass wir gerade einfach Pause machen so ein bisschen und einfach den Sommer so genießen. Aber es wird schon hier und da mal ein Video kommen. Und heute sind wir unterwegs, relativ spät, es ist glaube ich nach 8 Uhr schon, nach 20 Uhr. Und heute sind wir unterwegs zu einem Dorf, kann ich jetzt nur sagen, weil wenn ich jetzt das Ganze sage, dann weiß man relativ schnell, wie man es rausfinden kann. Deswegen, es werden mehr Gebäude auf jeden Fall da sein. Problem bei der Sache ist, dass ich, und ich sollte nicht so viel reden, meine Hauptspeicherkarte vergessen habe. Und deswegen kann es sein, dass das Video vielleicht kürzer wird, weil wir nur 30 Minuten insgesamt Zeit haben zum Aufnehmen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Und wir hoffen, dass alles gut läuft. Bis gleich. Okay, hier ist der Eingang. Schön. Ist halt kacke mit. Wir sind heute nicht ausgerüstet. Wie ihr an Pias Outfit sehen könnt, sind wir überhaupt nicht ausgerüstet. Ich auch nicht. Ich habe eine kurze Hose an. Hier gibt es wahrscheinlich auch viel zu viel zu sehen. Das wird nicht ins Video passen. Oh, hier sind Fahrräder. Vielleicht werden hier geklaute Fahrräder gelagert. Mhm. Wollen wir reingehen? Ohne Handschuhe, ganz toll. Mhm. Ich hab welche. Der heutige Lost Place ist ein sogenanntes Jugenddorf. Natürlich ist das kein richtiges Dorf, sondern eine Einrichtung, die sich in einer Stadt befindet. Allerdings werdet ihr später sehen, dass das Ganze wirklich sehr wie ein Dorf rüberkommt. Vermutlich. Das ist eine Fahrradwerkstatt gewesen. Mhm. Für Flüchtlinge. Ach so, okay. Also hier war auch noch eine Fahrradwerkstatt. Das Gelände ist relativ groß. Vermutlich werden wir gar nicht alles heute schaffen. Auch die falsche. Ja. Ach, hier ist schon jemand eingestiegen, würde ich mal sagen. Ja, hier gehen wir nicht rein, weil das mit den Scheiben gerade leider nicht geht mit unseren Klamotten. Aber man sieht auch im Großen und Ganzen schon, was hier abgeht. Und zwar nichts. Hier sind ein paar Sachen drin, aber nichts Besonderes. Und es riecht jetzt schon unangenehm. Es riecht jetzt schon unangenehm. Ach so, okay, da ist eine Tür. Ja, aber das ist nur so ein Schuppen hier leider. So wie wir das rausgefunden haben, wurde das Ganze 1972 eröffnet oder auch erbaut. Das war nicht ganz ersichtlich. Sogar so ein Polizeiteil. Mhm. Nochmal, glaubst du, vielleicht war hier irgendwie mal ein Verbrechen? Ja. Das habe ich auch gerade gedacht, wegen diesem Polizeiband. Mhm, das war vorne nämlich auch schon. Aber da hinten wird es, glaube ich, interessanter. Tja, weiß ich nicht. Guck mal, da liegen noch T-Shirts von der Expo 2000. Oh, okay, das ist aber sehr lang her, und zwar genau 21 Jahre.
Aus einem Artikel von 2013 geht hervor, dass im Jahr 2013 entschieden wurde, das Ganze zu schließen. Denn irgendwie hat man wohl mehr ausgegeben, als man noch eingenommen hat. Und das Ganze sollte dann bis zum Jahr 2015 nach und nach geschlossen werden. Denn es gab ja verschiedene Einrichtungen. Und was jetzt genau wann geschlossen wurde, konnten wir nicht erahnen. Aber so wie es aussieht, steht das Ganze komplett leer seit 2015. Ja, das schaffen wir heute nicht alles. Nee. Guck mal, hier gibt es auch eine Musikschule. Genau, das war der Fahrradbereich. Fahrradwerkstatt, Hausmeister, dann sind wir hier einmal rumgegangen. Hier lang. Dann gehen wir jetzt nochmal hier runter, hier rum. Und schauen wir mal, wie viel wir schaffen. Einfach mal hier reinschauen. Was machen wir da? Nein. Echt riesig. Oh, hallo. Wie man das schon vielleicht so ein bisschen sieht, gibt es hier allerlei Dinge, zum Beispiel mehrere Schulen wie Fachhochschulen, berufliche Bildung, Fachhochschulen für Altenpflege und eine Menge Wohngruppen, ein Pavillon und wahrscheinlich noch so viele Dinge, die wir im Video gar nicht sehen werden, weil es viel zu dunkel war zu dem Zeitpunkt, als wir gekommen sind. Denn, wie schon vorher gesagt, das war alles eine sehr spontane Aktion. Wege hier lang führen. Ja, ne? Oh. Aber man kann es schon sehen, es war schon mal recht schön hier wahrscheinlich. Ja, ich auch. Mit den Wegen hier auch. Hat sogar immer noch was. Tatsächlich nicht. Ja Leute, das Gelände ist so groß. Aber wir haben tatsächlich noch keinen Eingang gefunden. Hier hinten ist noch ein Fußballplatz. Und was gibt's hier noch? Mein Gott, ist das riesig hier. Wollen wir mal dazwischen rein? Brauchst nicht filmen. Aber ich muss kurz Licht. Hier ist eine Tür offen. So, kannst du mich auch durchlassen? Okay, das ist, sieht man jetzt schon, dass es recht leer wird. Ja, die Luft ist schon mal scheiße hier, wie sonst auch. Es riecht unangenehm auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Aschenbecher, würde ich sagen. Kopfschmerzen. Du hast auch eine Taschenlampe, falls du. Oh, hier kommt schon Wasser rein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat. Also, mit der Expo 2000 ist es dann schon komisch. Oh, oh, hier ist ein Spinnenweben, wo ich gerade lang gehe. Hier ist so ein Oasis-Bild. Ist damit Oasis die Band gemeint? Weil das Logo sieht irgendwie komisch aus. Wenn es wer weiß, bitte in die Kommentare. Die Bäder. Mit dem Schrank. Fällt gleich zusammen.
Hier ist auch noch, hier sind noch mehr Kindersitze. Ja, hier gibt es aber gar nicht so viel zu sehen drin, ne? Nee. Nicht jetzt gerade so das, was wir uns von einem Lost Place wünschen würden. Von daher gehen wir mal wieder raus. So, hier haben wir noch eine Hütte, die eher so aussieht, als würde man den Michel aus Lönneberger dort einsperren. Was ist das hier? Weiß man nicht. Ich guck mal rein. Okay. Okay, hier ist so eine Hängematte und sonst nichts. Ne? Bitte? Ja, hier ist noch so eine Kiste, aber irgendwie will ich da nicht reingucken. Vorsicht, Spinnweben hier. So, das Ganze befindet sich irgendwie hier so in einer Waldgegend. Was irgendwie cool ist. Also ich finde, an sich hat das Gebäude schon was. Es ist ein bisschen dunkel, aber ihr könnt schon noch erkennen. Es hat schon was hier. Aber leider kommen wir hier nirgendwo so richtig rein. Naja, wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Hier verirrt man sich voll leicht, oder? Das stimmt, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir nicht. Hier sind auch mehrere Türen. Probier mal. Ich probier's. Aber schön ist ja, dass hier noch nicht viel kaputt ist, ne? Das kann nicht angehen. Ist einfach alles zu. Geh direkt zur nächsten Tür. Nicht wahr sein. So, eine haben wir noch. Eine Tür haben wir noch. Was? Da ist so ein fettes Reh gerade rausgesprungen. Oh, wieso habe ich das nicht drauf? Hast du es drauf? Nein, ich habe nicht da und dann kam es. Scheiße. Es ist alles zu. Also ich weiß nicht, vielleicht mache ich nicht doll genug die Türen auf, aber ich will ja auch nichts kaputt machen. Okay. Falls man es jetzt nicht gehört hat, ich war hier gerade ein Reh irgendwo. Natürlich in dem einzigen Moment, in dem wir nicht nach vorne gefilmt haben. Oh, hier ist eine Tür, die sieht offen aus. Das Gebäude sieht allerdings nicht so aus, als würde man da rein wollen. Aber was soll's. Das kann nicht wahr sein. Es ist einfach alles zu. Tja, an dieser Stelle bleibt uns nichts anderes, als die Außengegend ein bisschen zu filmen, denn wie ihr seht, es ging einfach keine Tür auf. Ich meine, klar, jede Tür habe ich nicht ausprobiert, aber bei vielen Türen hat man auch von außen schon gesehen, dass sie nicht offen sind. Also da könnte das Reh sein, dahinter. Das kommt ja hier auch gar nicht was raus. Ist überhaupt das ist ja nicht im Zäun. Hey, was ist denn das da? Da ist irgendwie eine Tür versteckt oder so. Da ist irgendwie so eine versteckte Tür oder was ist dahinter? Oder ist es einfach nur noch Holzwand? Ja, war mal eine Tür. Das ist ja gruselig. Ich lasse hier keine Tür aus.
gerade eine komische Entdeckung gemacht. Aber das sieht aus wie nachträglich dran geklebt. Familie Ritter. Die haben aber nicht hier gewohnt. Man kann auch direkt dazu sagen, wir sind hier nicht in diesem Ort. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber da sind wir nicht. Also da, wo Familie Ritter gewohnt hat, sind wir nicht. Ist offen? Und da wohnt Familie, die heißen einfach Ritter auch. Ist zu? Ja. Geil. Wir fanden außerdem heraus, dass das Ganze bis 2015 wohl zum Teil weiter betrieben werden sollte. Seit 2015 scheint hier allerdings nichts passiert zu sein. Von daher wissen wir nicht, ob das Ganze nochmal was wird oder nicht. Aber man kann sagen, das Ganze ist noch nicht verloren. Es ist noch sehr intakt. Die Türen sind meist verschlossen gewesen, wie ihr das im Video gesehen habt. Natürlich wird dort keine Gartenpflege mehr betrieben und das Ganze wächst allmählich zu. Aber Vandalismus haben wir dort jetzt nicht großartig gesehen. Was das da ist, weiß ich nicht, aber hier scheint mal sowas wie eine. Aber guck mal, hier scheint mal sowas wie eine Anmeldung gewesen zu sein. Oder sowas. Weil da ist so ein kleines Fenster, oder nicht? Oder sieht das jetzt einfach nur so komisch aus? Weil hier kannst du das Fenster so hoch machen. Ach, wer weiß. Vielleicht ist es auch jetzt einfach so ein Fenster. Ja. Wir sind halt irgendwie fast durch hier, ne? Hier gibt's nicht. Hier sind einfach keine Türen geöffnet und wie ihr seht. Es ist dunkel draußen. Du müsstest auch gleich mal das Spindel nehmen, weil ich bin davon fast nicht durchgekommen. Oh mein Gott, nimm mal bitte. Schnell, dreh's mal um. Ich bin fast gestorben. Und schon sind wir wieder im Auto. Es war doch jetzt viel weniger zu entdecken als gedacht. Beziehungsweise da das hier relativ frisch zugemacht scheint, konnten wir echt fast nirgendwo rein. Und deswegen sind wir doch relativ schnell vom Gelände runter. Man könnte hier irgendwann nochmal vorbeikommen. Vielleicht wirklich dann mal in ein, zwei Jahren oder so. Aber... ja, soweit lohnt sich das wahrscheinlich nicht, jetzt hier demnächst nochmal herzukommen, um einen zweiten Teil zu drehen. Von daher, ja, aber es war trotzdem irgendwie cool. Auch wenn es irgendwie enttäuschend war, war das Gelände ziemlich cool. Und anscheinend seit 2014 steht das hier leer. Das ist ja hier so eine Art Anlage, hier so ein kleines Dörfchen. Genau, aber wie ihr gesehen habt, es war nichts offen. Man konnte fast nirgendwo rein. Ja, von daher, wenn ihr Bock habt, dass wir hier irgendwann nochmal herkommen, dann könnt ihr das auch gerne schreiben. Dann würden wir das vielleicht nochmal machen. Ansonsten schauen wir uns woanders nochmal um. Wenn euch das Video gefällt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Okay, ich sag mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und Entschuldigung für das Licht.